Dann rufe ich den Tagesordnungspunkt 4 auf, erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz über die Erhebung einer Fehlbelegungsabgabe in der öffentlichen Wohnraumförderung, Fehlbelegungsabgabegesetz, FBAG, Drucksache 19/2162. Eingebracht wird der Gesetzentwurf von der Landesregierung von Frau Staatsministerin Hinz. Bitte schön, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Abgeordneten! Mit dem vorgelegten Gesetzentwurf führen wir in Hessen die Erhebung der Fehlbelegungsabgabe wieder ein. Das ist ein weiterer wichtiger Baustein unserer Wohnungspolitik für Hessen. Unsere Anstrengungen im Bereich der Wohnungsbauförderung werden durch die Erhebung der Fehlbelegungsabgabe sinnvoll ergänzt. Das wünschen sich auch die Kommunen, und deshalb haben wir die Gemeinden und die kommunalen Spitzenverbände früh und umfassend in den Prozess mit eingebunden. Und wir haben in Absprache mit den Spitzenverbänden die Möglichkeit geschaffen, interkommunale Zusammenarbeit zu nutzen, um den Verwaltungsaufwand zu minimieren. Denn wir wissen ja, dass da, wo es wenige Sozialwohnungen gibt, und wenig Wohnungen dann mit Fehlbelegungsabgabe vielleicht belegt werden können oder müssen, dass der Verwaltungsaufwand durchaus auch den Ertrag übersteigen kann. Deswegen halten wir interkommunale Zusammenarbeit für besonders notwendig. Es ist allerdings verfassungsrechtlich geboten, erst einmal alle, die in den Wohnungen leben, mit Abgabe zu erfassen, sofern sie eine Einkommensüberschreitung haben. Aber es wird auch möglich sein, einzelne Kommunen per Verordnung von der Erhebungspflicht zu befreien, wenn dies einen unangemessenen Verwaltungsaufwand bedeuten würde und ein Zusammenschluss mit Nachbarkommunen nicht möglich ist. Den Zusammenschluss wollen wir in der ersten Zeit auch besonders fördern, weil das ja auch bedeutet, eine neue Struktur einzuführen. Und ich glaube, dass wir da auf einen guten Weg kommen können. Nun zu den Fakten. In Hessen gibt es 103.000 Sozialwohnungen und 2.200 Bedienstetenwohnungen des Landes. Aufgrund der Förderung gilt für diese Wohnungen eine Belegungsbindung, die an bestimmte Einkommensgrenzen geknüpft sind. Die Einhaltung der Einkommensgrenzen wird jedoch derzeit nur beim Einzug überprüft, dann nicht mehr. Und bei nicht wenigen Mieterinnen und Mietern erhöht sich ja im Verlauf der Lebensphase das Einkommen. Die Verhältnisse ändern sich, sodass ihnen eine Sozialwohnung nicht mehr zustünde, wenn sie neu einziehen wollten. Durch die Erhebung einer Fehlbelegungsabgabe wird dieser Missstand ausgeglichen. Und trotzdem können die Mieterinnen und Mieter in ihrem angestammten Wohnumfeld bleiben, in ihrer Wohnung bleiben, auch wenn sie die Einkommensgrenze überschreiten. Sie sollen aber künftig entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit zusätzlich zur Sozialmiete wieder einen Ausgleich an die Gemeinde abführen. Die Erhebung der Fehlbelegungsabgabe erfolgt auf der Grundlage einer fundierten Untersuchung, die wir haben machen lassen. Deswegen hat es auch ein paar Monate gedauert, inklusive der Vorabsprachen mit den kommunalen Spitzenverbänden. Die Untersuchung musste vor allen Dingen deswegen stattfinden, weil wir die Einkommensüberschreitung, ab der die Abgabe erhoben wird, auch genau kalkulieren mussten, weil wir nicht ungerechtfertigt Fehlbelegungsabgabe erheben wollen und damit den Vorschub leisten, dass Mieterinnen und Mieter dann am Ende aus dem Quartier ausziehen. Das wollen wir nicht erreichen. Die Fehlbelegungsabgabe wird deshalb nur von Mieterinnen und Mietern erhoben, die die Einkommensgrenze um mindestens 20% überschreiten. Das halten wir für gerecht und angemessen. Und sie ist abhängig zusätzlich von der ortsüblichen Vergleichsmiete.
Dadurch wird eben sichergestellt, dass Mieterinnen und Mieter nur entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit bezahlen müssen. Meine Damen und Herren, die Mittel aus der Fehlbelegungsabgabe sind zweckgebunden. Das heißt, dass sie den Kommunen zufließen, aber dann auch wieder für bezahlbaren Wohnraum eingesetzt werden müssen. Insofern ist es auch ein wesentliches Mittel, um zusätzlich zu bezahlbarem Wohnraum zu kommen. Sie wissen alle, dass wir über Wohnraumknappheit klagen, vor allen Dingen im Ballungsraum, aber durchaus auch in Kommunen jenseits des Ballungsraumes, da wo es immer noch Zuzug gibt. Insofern halten wir es für gerechtfertigt, dass die Fehlbelegungsabgabe wieder eingeführt wird und damit sich ein Kreislauf ergibt, auch um Geld zu generieren für die Kommunen, das sie dann wieder für sozialen Wohnungsbau einsetzen können. Meine Damen und Herren, es gibt eine Diskussion, die will ich Ihnen nicht vorenthalten, mit dem Städte- und Gemeindebund über die Frage, wer soll die Verwaltung leisten für die Kommunen, die Fehlbelegungsabgabe erheben. Wir waren uns in den Vorgesprächen einig mit den Spitzenverbänden. Inzwischen ist der Städte- und Gemeindebund wieder der Meinung, die Landkreise sollen erheben. Wir halten das aus mehreren Gründen für nicht sinnvoll und bleiben deshalb im Gesetzentwurf auch bei der Möglichkeit der interkommunalen Zusammenschlüsse. Aber ich gehe davon aus, dass wir noch Gelegenheit haben werden, über die Anhörung und im weiteren Verlauf der Diskussion, der Beratung im Ausschuss diesen Punkt noch zu vertiefen. Ich halte den vorgeschlagenen Weg für den richtigen und hoffe auf produktive Beratungen anschließend auf die Zustimmung zu diesem Gesetz. – Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Staatsministerin. – Als erster Redner hat sich Kollege Rentsch von der FDP-Fraktion zu Wort gemeldet. Sie haben 7,5 Minuten Redezeit. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Nein, Herr Kollege Al-Wazir, ich kann es nicht loben, weil wir als Freie Demokraten immer noch der gleichen Auffassung wie die der CDU von 2009 sind. Wir haben uns vorgenommen, dass das, was die CDU 2009 vertreten hat, nicht falsch gewesen sein kann, nämlich die Fehlbelegungsabgabe zu streichen. Und ich habe es jetzt auf dem Tisch liegen lassen. Kollege Caspar hat damals eine bemerkenswerte Rede zur Abschaffung gehalten. Herr Kollege Caspar, ich hoffe, Sie halten heute die gleiche. Sie werden wieder den gleichen Applaus der Freien Demokraten bekommen, wie Sie ihn auch damals bekommen haben. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, die Landesregierung hat sich entschieden, aus CDU und GRÜNEN die Fehlbelegungsabgabe in Hessen wieder einzuführen. Als einziges Bundesland schafft Hessen dann wieder eine Abgabe, die auf der einen Seite aus unserer Sicht genau die Falschen trifft. Sie ist eine Abgabe, die dazu führen wird, dass in den Wohnquartieren, wo soziale Durchmischung notwendig wäre, diese deutlich erschwert wird. Sie ist ein Instrument, das damals in der Anhörung sogar vom Vertreter der sozialdemokratisch regierten Stadt Hamburg als auf der einen Seite bürokratisch und auf der anderen Seite unsozial bezeichnet wurde. Und ich will dem Kollegen der SPD dort nichts hinzufügen. Er hat genau recht gehabt. Es ist bürokratisch und unsozial. Und wenn die SPD recht hat, soll sie auch recht behalten, meine sehr geehrten Damen. Also eine völlig richtige Position, Herr Kollege Rudolph. Das sieht man auch daran, dass die Ministerin gerade in ihrer Rede gesagt hat, also es werden erst einmal alle erfasst, dann wird es durch Rechtsverordnung Ausnahmen geben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, mal neben der Frage, was mit diesem Gesetz beabsichtigt ist, hatten Sie doch vor allen Dingen ein Ziel, Einnahmen zu generieren. Und wer sich da einmal die Begründung des Gesetzentwurfs anschaut, dass Sie hier von einem Betrag, meine Damen und Herren, das haben Sie gerade nicht gesagt, von 900.000 € für das Land ausgehen, die dann für den sozialen Wohnungsbau kommunal investiert werden, meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist ja noch nicht einmal eine Maßnahme, die man in Wiesbaden, in Gießen oder in Kassel umsetzen könnte. Also eine solche Bürokratie zu etablieren, um ein Placebo-Gesetz in die Welt zu setzen, um zu sagen, man hat etwas gemacht, meine Damen und Herren, dafür ist eigentlich der Staat und die Verwaltung zu schade. Schade, dass die Union hier einer solchen Maßnahme zustimmt. Insofern, wir bleiben bei der Meinung der CDU von 2009. Damals hat sie recht gehabt. Heute haben Sie Unrecht, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Und insofern, vielleicht hat die Union jetzt noch die Chance, in der Debatte umzuschwenken. Es wäre der richtige Zeitpunkt, bevor Schlimmeres sozusagen passiert in diesem Landtag. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege Rentsch. Als nächste Rednerin spricht nun Frau Kollegin Feldmeier von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Zahl der Sozialwohnungen in Hessen ist kontinuierlich zurückgegangen. Wir alle wissen das. Das ist vor allen Dingen in den Ballungsräumen, wie Sie wissen, ein Problem, wo auch gegengesteuert werden muss. Menschen, die sich nicht auf dem freien Wohnungsmarkt mit Wohnraum versorgen können, brauchen unsere Unterstützung. Und gerade in den angespannten Wohnungsmärkten in den Ballungsgebieten brauchen wir rechtlich zuverlässige und effektive Rahmenbedingungen, die den Bau neuer Sozialwohnungen ermöglichen. Mit dem Gesetzentwurf der Landesregierung über die Erhebung einer Fehlbelegungsabgabe werden neue Möglichkeiten für den Bau neuer zusätzlicher Wohnungen geschaffen, ohne die Kommunen zu belasten. Die Kommunen profitieren direkt von den zusätzlichen Einnahmen durch die Fehlbelegungsabgabe. Deshalb ist der Hinweis von Herrn Rentsch mit diesen 900.000 €, das betrifft die Landeswohnungen, auch nicht hilfreich. Hier gibt es neben den bereits erfolgten wohnungspolitischen Instrumenten wie Mietpreisbremse und Weiterentwicklung des Wohnraumfördergesetzes, die bereits in Hessen erfolgreich auf den Weg gebracht wurden, ein weiteres Instrument, eine weitere Maßnahme, die den Wohnungsmarkt in Hessen entlasten wird. Wohnungspolitik ist für uns eine soziale Aufgabe, die gestaltet werden muss. Wohnungspolitik kann man nicht dem freien Wohnungsmarkt überlassen. Der Wohnungsmarkt regelt es eben nicht von selbst. Unser Ziel ist, dass auch in der Stadt im Ballungsraum jeder wohnen kann, wenn er will. Viele Menschen können aber trotz eines Einkommens, z.B. in Frankfurt oder Wiesbaden, nicht mehr wohnen. Das Wohnen ist dort zu teuer geworden. Ich kenne Menschen, die arbeiten am Frankfurter Flughafen, die pendeln eineinhalb Stunden mit der S-Bahn nachts, um die Frühschicht um 4 Uhr morgens machen zu können, weil sie sich das Wohnen in Frankfurt nicht mehr leisten können. Meine Damen und Herren, deshalb ist es gut, dass die Fehlbelegungsabgabe wieder eingeführt wird in Hessen. Mit dem Gesetzentwurf wird also die Möglichkeit zur Errichtung zusätzlicher Sozialwohnungen in den Kommunen geschaffen, die dringend benötigt werden. Das ist eine gute Nachricht für die Kommunen, und das wurde von diesen auch schon positiv kommentiert, wie Sie vielleicht auch der Presse entnehmen konnten. Dieser Gesetzentwurf regelt, dass Mieterinnen und Mieter einer Sozialwohnung, die zwar beim Einzug in die Wohnung berechtigt waren für die Sozialwohnung, die jetzt aber deutlich mehr verdienen, zusätzlich zur Miete eine Abgabe an die Gemeinde zahlen. Ich halte das für gerecht, wenn man bedenkt, dass es viele Menschen gibt, die theoretisch in eine Sozialwohnung einziehen dürften und es auch wollen, aber keine Chance haben, eine zu bekommen oder auf langen Wartelisten stehen, weil es eben keine freien Sozialwohnungen gibt. Menschen mit geringerem Einkommen brauchen die Sozialwohnung aber am drängendsten. Und deshalb ist es gut, dass die Fehlbelegungsabgabe in Hessen wieder eingeführt werden soll, meine Damen und Herren. Die Höhe der Fehlbelegungsabgabe richtet sich danach, wie viel das jeweilige Einkommen über der Einkommensgrenze für einen Wohnberechtigungsschein liegt. Bezahlen soll derjenige, der beim Einkommen mindestens 20% darüber liegt. Es muss also nicht sofort beim ersten Überschreiten der Einkommensgrenze bezahlt werden, sondern mit einem gewissen Abstand erst dann. Und auch das halten wir für richtig. Die Abgabe ist nach Einkommen gestaffelt, und maximal soll die Differenz bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete oder bis zum Mietspiegel gezahlt werden. Ausgenommen sind Wohngeldempfänger, Empfänger von Arbeitslosengeld II oder von Sozialgeld nach SGB II und so weiter, also Menschen, die per se auf eine Sozialwohnung auch angewiesen sind. Ich will auch gleich den Befürchtungen, die es ja auch gibt, entgegentreten. Mit dieser Staffelung wird niemand aus der Wohnung vertrieben. Mit dieser Regelung ist eine faire und praxistaugliche Regelung gefunden worden, die unbillige Härten vermeidet. Die Abgabe, so sieht es der Gesetzentwurf vor, fließt direkt den Kommunen zu und muss zweckgebunden, Frau Ministerin Hinz hat es schon erwähnt, für den Bau neuer Sozialwohnungen eingesetzt werden. 15% der Einnahmen können für Verwaltungsaufwand bei den Kommunen einbehalten werden.
Endlich erhalten die Kommunen also die dringend benötigten zusätzlichen Mittel für den Bau von Sozialwohnungen. Die Stadt Frankfurt schätzt, dass die Wiedereinführung der Fehlbelegungsabgabe für Sozialwohnungen in den Jahren 2016 und 2017 zwischen 7,6 und 9,6 Millionen Euro Einnahmen generieren wird. Mit diesem Geld, meine Damen und Herren, können beispielsweise in der Stadt Frankfurt jährlich mindestens 80 neue Sozialwohnungen gebaut werden. Also, Herr Rentsch, vielleicht noch einmal dieser Hinweis auch für Sie. Meine Damen und Herren, ich will der Anhörung nicht vorgreifen, aber es war bereits zu vernehmen, dass der Hessische Städtetag sich hinter die geplante Wiedereinführung der Fehlbelegungsabgabe gestellt hat. Auch hier wurde nämlich erkannt, dass die Einnahmen für den sozialen Wohnungsbau gut und gezielt eingesetzt werden können. Begrüßen möchte ich auch, dass im Gesetzentwurf eine interkommunale Zusammenarbeit bei der Erhebung der Fehlbelegungsabgabe vorgesehen ist. Somit wird eine landesweite Erhebung, die es ja auch geben muss, die Ministerin hat es ausgeführt, erreicht. Die Fehlbelegungsabgabe muss, so sieht es der Entwurf vor, also flächendeckend eingeführt werden. Aber dort, wo es sich wirtschaftlich nicht lohnt, wo es eben nicht sinnvoll ist, wo der Verwaltungsaufwand höher ist als die Erträge, dort können Ausnahmen ermöglicht werden. Auch das ist zu begrüßen, meine Damen und Herren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Wohnen darf kein Luxus sein und darf auch kein Luxus werden. Daher ist es gut und es freut mich, dass wir jetzt diesen Gesetzentwurf beraten können. Das Instrument der Fehlbelegungsabgabe ist eines von vielen, das wir brauchen in der Wohnungspolitik. Es gibt sicherlich nicht die eine Maßnahme, die den angespannten Wohnungsmarkt im Ballungsraum entlasten wird. Es gibt sicherlich nicht diesen einen Hebel, der umgelegt werden muss. Aber die Wiedereinführung der Fehlbelegungsabgabe ist meines Erachtens eines der wichtigsten Instrumente. Ich finde es bemerkenswert, auch noch einmal vielen Dank für den Hinweis, Herr Rentsch, dass Hessen diesen Schritt jetzt gemacht hat, als einziges Bundesland diese Fehlbelegungsabgabe wieder einzuführen und damit den Kommunen ermöglicht, zusätzliche Einnahmen zu generieren für den Bau zusätzlicher Sozialwohnungen. Ich freue mich auf die Beratungen. Und wir hatten ja schon einmal eine Runde gedreht zu diesem Thema vor einiger Zeit. Und dort war ja vielstimmig zu vernehmen, dass von vielen Fraktionen dieses Vorhaben unterstützt wird. FDP war, glaube ich, die einzige Fraktion, die sich dem entgegenstellt. Da freue ich mich, dass die FDP zumindest in diesem einen einzigen Punkt eine gewisse Kontinuität zeigt. Wir haben es erlebt, in allen anderen Punkten zeigen sie es nämlich nicht. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Frau Kollegin Feltenmayer. Als nächster Redner spricht nun Kollege Siebel von der SPD-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Immer häufiger flattern uns Gesetze hier ins Haus, in denen sich solche Sätze finden wie auch noch unter Lösung. Zur Vermeidung von Fehlförderungen im sozialen Wohnungsbau haben die Regierungsparteien im Koalitionsvertrag verlässlich gestalten, Perspektiven eröffnen, die Wiedereinführung der Fehlbelegungsabgabe vereinbart. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Tatsache, dass Sie in den Begründungen von Gesetzen immer häufiger auf Ihre Koalitionsvereinbarung Bezug nehmen, kommt bei uns ein bisschen an für eine Entschuldigung, die Sie vortragen, weil Sie etwas tun, zumindest die CDU, von denen Sie nicht umfänglich überzeugt sind. Und Herr Caspar, ich habe ja lange gewartet, bis ich das gelbe Zettelchen abgegeben habe. Ich hätte gerne auf Ihre Rede Bezug genommen. Nun kommt es anders. Wir kriegen das auch irgendwie hin. Aber in der Tat ist es so, da gebe ich Kollegen Rentsch recht. Also das hohe Maß der inhaltlichen Flexibilität im Wohnungsbereich und bei der Positionierung zur Fehlbelegungsabgabe der CDU, das macht mich schon ein bisschen schwindelig. Ich möchte gerne wissen, welche Medikamente Sie nehmen, damit Sie nicht einen entsprechenden Schwindel auch empfinden. Zum Gesetz. Es ist bekannt, dass die SPD in ihrem Landtagswahlprogramm sich für die Einführung einer Fehlbelegungsabgabe ausgesprochen ist. Aber
Nun komme ich in der Tat zur Sache, aber unter der Bedingung, dass es möglich sein muss, dass in Regionen, wo eine besondere inhaltliche, nicht formale, eine besondere inhaltliche Voraussetzung da ist, die Fehlbelegungsabgabe nicht einzuführen, die Kommunen entscheiden sollen, ob sie eingeführt wird oder ob sie nicht eingeführt wird. Meine sehr verehrten Damen und Herren, hochverehrte Frau Staatsministerin, bisher hat mir noch niemand erklären können, auf welche verfassungsrechtlichen Grundfesten Sie sich dabei beziehen, warum es nicht möglich ist. Sie gehen jetzt sozusagen den formalen Weg, dass Sie sagen, dort, wo die Erhebung oberhalb der 15% liegt, dort kann von der Fehlbelegungsabgabe abgesehen werden. Aber verbipscht noch einmal sage ich, warum ist es nicht möglich, eine Regelung zu finden, wie sie in dem alten Wohnraumfördergesetz festgelegt war. Da ging es auch um Sozialwohnungen, also um geförderte Wohnungen. Von der Erhebung einer Ausgleichszahlung kann für bestimmte Wohnungen, für Wohnungen bestimmter Art usw. ganz oder teilweise abgesehen werden, wenn nach dem Förderzweck unter Berücksichtigung der örtlichen wohnungswirtschaftlichen Verhältnisse das Absehen der Schaffung oder Erhaltung sozialer, stabiler Bewohnerstrukturen dient. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das muss doch möglich sein, und das werden wir sehr genau in der Anhörung auch zu prüfen haben, dass aus inhaltlichen Gesichtspunkten heraus, aus dem Gesichtspunkt heraus, dass vor Ort von den Kommunen besser entschieden werden kann, ob die soziale Stabilität gefährdet wird oder gehindert wird. Und insofern werden wir uns dieses Themas genau widmen. Der zweite Fehler Ihres Gesetzes ist nicht dieses Gesetz, sondern das letzte Gesetz, Herr Caspar, was Sie zu dem Thema Wohnen verabschiedet haben, nämlich das Wohnraumfördergesetz. Wir hatten, und insofern hat die FDP, sozusagen der sozialliberale Teil der FDP, der ja auch noch so ein bisschen was von sozialen Aspekten mitdenkt, wir hatten im Rahmen des Wohnraumfördergesetzes darauf hingewiesen, dass die Einkommensgrenzen für Sozialwohnungen viel zu niedrig sind. Und mit Verlaub, Herr Caspar, ich habe Ihnen die sozusagen ein bisschen die innerliche Flexibilität vorgeworfen, aber ich attestiere Ihnen, dass Sie Ahnung von der Materie haben. Sie gehen davon aus, dass Sie in Ihrem Wohnraumfördergesetz für eine Einpersonenwohnung eine Bezugsgröße von 15.327 € haben, für zwei Personen 23. So, in der untersten Grenze heißt das 20% obendrauf, und dann wird die Fehlbelegungsabgabe schon fällig. Das heißt, wir bewegen uns in einem Bereich von 18.000 bis 20.000 € bei einem Ein-Personen-Haushalt, wo die Fehlbelegungsabgabe erhoben wird. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das halte ich nicht für ein hohes Einkommen, und das halte ich auch nicht für vertretbar, dass in diesen Größenordnungen schon Fehlbelegungsabgabe erhoben wird. Und Sie wissen ganz genau, ich sage auch gleich noch was zu Hamburg. Sie wissen ganz genau, dass in Hamburg genau diese Einkommensgrenzen deutlich höher sind, für einen Ein-Personen-Haushalt bei 17.500. Dass es auch Sinn macht, die Einkommensgrenzen regional zu staffeln, das haben wir alles im Gesetzgebungsverfahren eingebracht. Also der zweite große Fehler, den dieses Gesetz hat, und deshalb bin ich sehr gespannt auf die Anhörung, ist, dass eigentlich im Wohnraumfördergesetz die Einkommensgrenzen regionalisiert gestaffelt werden müssten und heraufgestockt werden müssten. Dann wird aus dem Ganzen ein Schuh. Und Frau Ministerin, Sie haben ja weise gesagt, dass sozusagen es ein Baustein ist. Und wenn es um Bausteine geht, dann müssen auch die Bausteine zusammenpassen. Und deshalb bitte ich, ein bisschen den Schweiß der Edlen einzusetzen, diese Passgenauigkeit zwischen den Bausteinen herzustellen und nicht einfach einen Stein zu nehmen, ein Gesetz zu machen, es in den Schrank zu stellen und zu hoffen, dass es irgendwie funktioniert. Das ist also keine Politik, die der Komplexität der Sache gerecht wird. So, jetzt will ich noch ein paar lobende Worte sagen. Wir halten es für richtig, dass na ja, aber so ein bisschen was kann man doch. Also die Möglichkeit der. Mein parlamentarischer Geschäftsführer weist mich darauf hin, ich soll nichts Lobendes sagen. Dann sage ich noch etwas Nicht-Lobendes. Die prognostizierten 900.000 €, die Sie einnehmen aus den Wohnungen der Landesbediensteten,
Es sind so geschätzt, aber in dem Gesetz ist kein Hinweis zu finden, also zumindest habe ich es, glaube ich, hinreichend genau gelesen, ist kein Hinweis darauf zu finden, wie Sie die Zweckbindung der Verausgabung dieser Landeseinnahmen denn herstellen wollen. Jetzt können Sie sagen, na ja, 900.000, das ist bei so einem Landeshaushalt nicht viel Geld. Ich sage mal, eine Altoma muss lang für stricken oder eine kleine Kommune oder auch eine mittlere Kommune wie Hattersheim. Die wären froh, wenn die so viel hätten, um Sozialwohnungen zu bauen. Da haben wir noch weiteren Klärungsbedarf in dem Gesetz, dass eine Zweckbindung natürlich auch für die knapp 1 Million Euro, die das Land vereinnahmt, für die Schaffung von Sozialwohnungen, das halte ich für richtig, dass man das für Neubau, Modernisierung und Belegungsbindungen einsetzen kann. Insofern freudige Erwartung der Anhörung. Ich bin gespannt auf die verfassungsrechtliche Klärung und insbesondere auf Ihre Bereitschaft, an den Einkommensgrenzen innerhalb des Wohnraumfördergesetzes etwas zu verändern, damit Steine passgenauer werden und Sie nicht einfach nur Steinchen in die hessische Landschaft werfen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Siebel. Als nächster Redner spricht nun Kollege Schaus von der Fraktion DIE LINKE. Bitte schön, Herr Kollege Schaus, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ein Jahr ist es nun her, dass wir als LINKE Ihnen unseren Gesetzentwurf zum Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen vorgelegt haben und die erste Lesung dazu stattfand. Seinerzeit wurde in dieser Debatte seitens CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und auch von der Landesregierung vollmundig ein Gesetzentwurf angekündigt, der bald und im Herbst, also noch in 2014, vorliegen würde. Ja, meine Damen und Herren, auch Sie merken es an den Wetterverhältnissen, dass wir jetzt Sommer haben, folglich das Gesetz zur Fehlbelegungsabgabe, also erst im Winter 2015 beschlossen werden wird. Und so ist ein weiteres Jahr ohne zusätzliche Einnahmen für den Bau der dringend benötigten Sozialwohnung ins Land gegangen. Ein Ruhmesblatt ist dies und diese Verzögerung für die Landesregierung nicht. In Hessen sind nach jüngsten Angaben aus dem Ministerium fast 45.000 Familien registriert, die eine Sozialwohnung suchen. Und sie können über Jahre nicht versorgt werden, sondern müssen sich auf dem privaten Wohnungsmarkt um eine Wohnung bemühen. Parallel zu dieser wachsenden Zahl sinkt aber der Bestand an Sozialwohnungen in Hessen kontinuierlich weiter. Alleine in den letzten zwei Jahren sind mehr als 8.200 Wohnungen aus der Sozialbindung gefallen. Die Reduzierung von sozial gebundenen Wohnungen hat sich seit 25 Jahren von 206.000 auf jetzt 111.668, das war der Stand am Ende letzten Jahres, nahezu halbiert. Nun steht im Gesetzentwurf, Frau Ministerin, die Zahl von 103.000 Sozialwohnungen. Und das irritiert mich schon sehr, weil diese Zahl von 111.668 ist ja aus einer Kleinen Anfrage von uns vom Mai diesen Jahres beantwortet worden. Mithin hätte im ersten Halbjahr diesen Jahres nach Ihren Angaben, so dem Gesetzentwurf, es ja eine weitere Reduzierung von über 8.000 Sozialwohnungen gegeben, in diesem halben Jahr, die aus der Sozialbindung fallen. Da glaube ich, wenn das ist, dann ist sozusagen, dann sind die roten Warnleuchten mehr als angebracht, was den sozialen Wohnungsbau angeht. Aber Sie sollten noch einmal überprüfen, ob Ihr Ministerium tatsächlich in den Gesetzentwurf die korrekten Zahlen geschrieben hat. Auch das halte ich für möglich, dass das falsch ist. Bis zum Ende der 80er Jahre war der Wegfall der Sozialbindung in vielen Städten übrigens kein Problem, denn diese dann frei werdenden Wohnungen blieben im Bestand kommunale Wohnungsbaugesellschaften und wurden weiter nach den gleichen sozialen Kriterien wieder vermietet. Heute ist das anders. Und ich ärgere mich darüber, wie nach dem Wegfall der Gemeinnützigkeit in 1989
viele der kommunalen Wohnungsbaugesellschaften den Sozialwohnungsbau eher als lästiges Übel ihrer Geschäftstätigkeit auf dem privaten Markt verstehen, obwohl sie doch seinerzeit genau deswegen gegründet wurden. Schauen wir einmal in die Gründungsakte der Nassauischen Heimstätte. Da können wir das gut nachlesen. Vor dem Hintergrund der negativen Entwicklung bei den Sozialwohnungen kommt der Wiedereinführung der Fehlbelegungsabgabe in Hessen durchaus eine wichtige Rolle zu. Und wir begrüßen, dass die Landesregierung endlich einen Gesetzentwurf vorgelegt hat. Dabei sind die durch die Fehlbelegungsabgabe aber generierten Einnahmen für die Kommunen zwar wichtig, aber für uns nur zweitrangig. Es ist völlig klar, dass die Hauptlast des sozialen Wohnungsbaus von Bund und Land getragen werden muss und nicht über eine Fehlbelegungsabgabe. Das aus der Fehlbelegungsabgabe generierten Mittel sind also höchstens als Ergänzung für Landesprogramme, für zusätzliche Investitionen in den sozialen Wohnungsbau von Bedeutung. Vielmehr muss es bei der Fehlbelegungsabgabe darum gehen, die Gerechtigkeitslücke zu schließen, dass Menschen mit einem Anspruch keine Sozialwohnung finden, während Menschen, deren Einkommen deutlich über der Anspruchsgrenze liegt, weiterhin in einer subventionierten Sozialwohnung leben können. Soweit sind wir mit der Regierung einig, und wir wollen auch nicht, dass diese verdrängt werden. Wir haben in unserem Gesetzentwurf aus 2014 dabei aber sehr genau darauf geachtet, dass hierbei, also bei der Einführung der Fehlbelegungsabgabe, Familien, deren Einkommen gerade so über der Einkommensgrenze liegt, nicht zusätzlich belastet werden. Unsere Fehlbelegungsabgabe soll deshalb erst bei einer 50-prozentigen Überschreitung der Einkommensgrenze beginnen. Und der Kollege vor mir hat ja darauf hingewiesen, dass die Einkommensgrenze insbesondere für Alleinstehende und ich sage jetzt mal ganz bewusst dazu für Alleinstehende Rentnerinnen und Rentner zum Beispiel auf der Basis von 15.300 € pro Jahr ansetzt, mithin also alle Rentnerinnen und Rentner zum Beispiel, deren Einkommen 1.500 € im Monat übersteigt, nach ihrer Berechnung in die Fehlbelegungsabgabe einzubeziehen sind. Das halten wir nicht für sozial gerecht. Hier werden viele Menschen mit immer noch sehr niedrigen Einkommen, die gerade so die Grenze überschreiten, für die Abgabe herangezogen. Eine deutlich höhere Freigrenze von 20% ist auch im Übrigen zwingend erforderlich, um die viel zitierten Erzieherinnen und Polizistinnen und Polizisten mit mittleren Einkommen, über die wir ja schon oft hier geredet haben, die kaum eine bezahlbare Wohnung in den Ballungsräumen finden, nicht auch zusätzlich belastet werden. Aber das sieht der Regierungsentwurf jetzt so vor. Auch der im Gesetzentwurf vorgesehene einheitliche Beginn der Leistungspflicht wird vielen Kommunen vor Umstellungsprobleme stellen. Wir haben hier in unserem Gesetzentwurf eine gestaffelte Einführung nach dem Baujahr der Wohnungen vorgesehen. Dies war im Übrigen eine ausdrückliche Empfehlung aus den Kommunalen Wohnungsämtern, denn die alte und auch die nun wieder aufgenommene einheitliche Einführung wird zu einer alle zwei Jahre wiederkehrenden Saisonarbeit in den Wohnungsämtern führen, die es zu vermeiden gilt. Mit einer Staffelung, wie wir sie vorgenommen haben, werden die Kommunen in die Lage versetzt, reibungslos die Einführung vorzunehmen und in den Folgejahren kontinuierlich auslaufende Leistungsbescheide zu bearbeiten. Ein weiterer Punkt, den wir in Ihrem Gesetzentwurf kritisieren, ist die in § 5 Absatz 3 ausgeführte Auskunftspflicht der Arbeitgeber, der Mieterinnen oder des Mieters. Meine Damen und Herren, es geht keinen Arbeitgeber der Welt was an, in was für einer Wohnung seine Arbeitnehmerin oder sein Arbeitnehmer lebt. Es ist aus unserer Sicht völlig ausreichend, wenn Verdienstnachweise durch die Mieterinnen und Mieter gegenüber den entsprechenden Ämtern vorgelegt werden. Alles andere ist datenschutzrechtlich höchst problematisch und wird von uns abgelehnt. Alles in allem ist Ihr Gesetzentwurf zur Fehlbelegungsabgabe zwar im Ansatz richtig,
jedoch insgesamt nicht sozial ausgewogen. Warten wir es also ab, was die Sachverständigen in der Anhörung zu den beiden vorliegenden Gesetzentwürfen sagen werden. Unser bereits im vergangenen Jahr vorgelegter Gesetzentwurf ist sozial ausgewogen und hätte zudem längst umgesetzt werden können. Vielen Dank, Herr Kollege Schaus. Als nächster Redner spricht nun Kollege Kasper von der CDU-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Frau Ministerin, ich möchte Ihnen dafür danken, dass Sie nach einem intensiven, langen Prozess der Erhebung der Daten diesen Gesetzentwurf heute eingebracht haben, weil er ein weiterer Baustein der Wohnungspolitik dieser Regierung ist. Uns als Unionsfraktion geht es darum, dass wir in Hessen seitens der Landespolitik alles tun, damit alle Menschen in Hessen zu angemessenen Bedingungen wohnen und leben können. Und da Wohnen ein Grundbedürfnis ist und für alle erforderlich ist, ist das, glaube ich, ein besonders wichtiges Kapitel auch der Landespolitik. Wir haben verschiedene Personen, und das ist die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung, die in der Lage ist, aus eigenem Einkommen angemessen zu wohnen, sei es, dass sie selbst investiert haben und als Eigentümer in Wohnungen wohnen, sei es, dass sie in der Lage sind, Mieten zu bezahlen, die aufgerufen werden und mit denen, die sie bezahlen können. Aber wir haben eben auch einen großen Teil der Bevölkerung, der nicht in der Lage ist, mit seinem Einkommen angemessenen Wohnraum zu bezahlen. Und Herr Schaus, wenn Sie da mal zuhören, weil Sie jedes Mal immer nur vortragen, die Anzahl der Sozialwohnungen und so tun, als wäre es so, dass diejenigen, die unter gewissen Einkommensgrenzen sind, auf Sozialwohnungen angewiesen sind. Das ist ja mitnichten der Fall. Wenn Sie sich die tatsächlichen Zahlen anschauen und schauen mal in das SGB II rein, in § 22, da ist ja geregelt, dass jeder, egal in welcher Wohnung er wohnt, von der öffentlichen Hand so auszustatten ist, dass er eben eine angemessene Wohnung hat. Das heißt, dieses Argument, wir brauchen Sozialwohnungen, damit diejenigen, die unter gewissen Einkommensgrenzen sind, angemessen wohnen zu können, die ist ja Unsinn. Die Realität ist, dass wir durch die Subjektförderung eben im § 22 im 2. SGB genau die Regelung getroffen haben, dass unabhängig davon, in welcher Wohnung jemand wohnt, das Geld von der öffentlichen Hand bereitgestellt wird, dass er angemessen in einer Wohnung wohnt. Und nein, es ist so, dass im Rahmen der Grundsicherung die öffentliche Hand teilweise vollständig die Mieten übernimmt. Nein, zunächst einmal geht es ja darum, dass jeder einen Anspruch hat, angemessen zu wohnen. Und genauso steht es im Gesetz drin, und es wird auch so umgesetzt. Also tun Sie doch nicht so, als wären hier in unserem Land, in Deutschland oder in Hessen unsoziale Verhältnisse und als würden nicht alle in der Lage sein, angemessen Wohnraum zu finden und diesen, wenn sie ihn nicht selbst zahlen können, auch von öffentlicher Hand finanziert zu bekommen. Jetzt ist es aber so, dass wir natürlich bestimmte Personengruppen haben, die sich auch schwer tun, entsprechende Wohnungen zu finden, und wir deswegen neben der finanziellen Versorgung dieser Familien, damit die Miete bezahlt werden kann, eben auch im Rahmen des öffentlichen Wohnungsbaus Wohnungen erstellen. Und da haben wir natürlich das Problem, dass solange wie es Objektförderung und Sozialwohnungen gibt, es eben auch zu einer Fehlsubvention kommt. Und da bin ich schon etwas verwundert gewesen über die Ausführungen der FDP-Fraktion zu dem Thema. Denn die FDP setzt sich ja sonst dafür ein, dass Subventionierungen abgebaut werden. Und es geht ja darum, dass wir
diejenigen subventionieren, die es brauchen, also die, die unter gewissen Einkommensgrenzen liegen. Und da sind wir auch der Meinung, dass es sinnvoll ist, dass diese Grenzen relativ niedrig sind, damit die wirklich Bedürftigen die Unterstützung bekommen und eben nicht alle und vor allem nicht die gefördert werden, die, um mal ein Beispiel zu nehmen, als Studenten-Ehepaar in eine oder als Studentenpaar in eine Sozialwohnung eingezogen sind und heute als Richter weiter in dieser Wohnung wohnen und natürlich entsprechende Einkommensverhältnisse haben. Und da kann man doch wohl nicht ernsthaft sagen, es ist sinnvoll, diese weiter zu subventionieren. Und genau darum geht es. Deswegen habe ich also nicht den Ansatz der FDP verstanden, die sich ja sonst in vielen Bereichen, meiner Ansicht nach auch in vielen Bereichen durchaus zu Recht, der Frage annimmt, müssen wir alles subventionieren? Nein, müssen wir nicht. Aber diejenigen, die die Hilfe brauchen, für die ist es ja in Ordnung, dass wir sie unterstützen und subventionieren. Aber die, die eben über gewissen Einkommensgrenzen sind, da ist es doch in Ordnung, dass man sagt, die sollen nicht mehr subventioniert werden, sondern sie sollen dann eben einen Teil des Geldes abgeben, was sie als Mietsubvention erhalten. Meine Damen und Herren, ich muss feststellen, dass bis auf Herr Kollege Greil, es gibt ja die Möglichkeit, sich hier noch einmal zu melden. Aber deswegen möchte ich jetzt hier keine Zwischenfrage zulassen. Herr Kollege, lassen Sie keine Zwischenfrage. Okay. So ist es, Frau Präsidentin. Aber es ist ja so, dass neben den Ausführungen, die von der FDP kamen, die Ausführungen von den anderen Fraktionen, von den anderen Oppositionsfraktionen vor allem gezeigt haben, dass man im Grundsatz dieser Gesetzgebung ja zustimmt. Und insoweit können wir sicherlich über die ein oder andere Detailfrage, die hier angesprochen worden ist, dann im Rahmen der Ausschussberatungen noch beraten. Ich meine, dass wir mit dieser Komponente auf einem guten Weg sind. Solange wie wir eben Objektförderung haben, macht es Sinn, diese Ausgleichsfunktion auch zu haben. Und deswegen ist das eine gute gesetzliche Maßnahme. Und wenn eben Dinge erkannt werden, die noch nachgesteuert werden müssten, haben wir sicherlich im Rahmen der Ausschussberatungen die Möglichkeit, darüber zu reden. Darauf freue ich mich. Und insoweit werden wir dem Gesetzentwurf jetzt in der Form zustimmen und ihn in die Ausschüsse überweisen. Vielen Dank, Herr Kollege Caspar. Damit sind wir am Ende der ersten Lesung. Zur Vorbereitung der zweiten Lesung überweisen wir es in den Umweltausschuss.